Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um den AMD Ryzen 7 8700G. Die sind jetzt seit ein paar Tagen erhältlich. Zu der CPU, das ist eine 8-Kern-CPU mit 16 Threads und integrierter Grafikeinheit. Die anderen Ryzen auf Sockel-ARM-5-Basis haben ja alle schon eine integrierte Grafikeinheit, aber die ist... Und hier will ich mal schauen, inwiefern man damit auch eventuell das ein oder andere Spiel... Ja, zocken kann. Den gibt es auch als 8600 und als 8500G, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Aber hier, wie gesagt, den würde ich nehmen, weil das ist der leistungsstärkere. Die anderen machen keinen Sinn. Ja, CPU, was soll ich dazu sagen? Prozessor, ja. Der Kühler. Ob man den Kühler jetzt verwenden sollte, ja, fraglich. Ich werde nicht verwenden. Für was? Also ich brauche nicht. Ich habe ja Wasserkühlung und ich gehe auch davon aus, dass die meisten sowieso Extrakühler, wenn dann, verwenden, beziehungsweise eine Wasserkühlung drauf bauen oder was auch immer. Also der Kühler, wie gesagt, uninteressant. Wichtig ist die CPU, wie viel Leistung die hat, etc. Und ob man damit überhaupt ein Spiel spielen kann, genau, das will ich halt wissen. Hier ganz wichtig, warum? Weil ich habe ja noch Strom drauf, Netzteil aus. Wo haben wir es hin? Hier. Wenn das Netzteil ausgeschalten ist, Power-Taste drücken für die Restentleerung und dann zack, aus. Dann war es das. Und fantastisch, Schnellverschlüsse. Zack, raus. Und zack, raus. Jetzt kann ich nämlich wunderbar den Kühler abnehmen, ohne dass ich hier Wasser ablassen muss und etc. pp. Ich habe das Wasser noch drin und ich kann es immer noch drin lassen. Brauche hier nicht den Kühler neu befüllen. Na, das ist ein bisschen staubig. Gut. Ich muss natürlich auch gleich das Flüssigmetall hier auf den Kühler abwischen. Nicht, dass ich will das ja nicht auf der neuen CPU haben. Fantastisch. Durch die Kobaltbeschichtung, die ich damals gemacht habe, und das Flüssigmetall, es ist der Kühler fast nicht angegriffen. Ja, ein paar leichte Stellen sieht man, aber die kann ich jetzt wegpolieren. Nur wenn ich jetzt eine Metallpolitur nehme, wäre ja auch möglich, aber dann schleift man die Beschichtung runter, weil Metallpolitur ist ja ein Schleifmittel und dann schleift man die runter, aber so. Sieht gut aus noch. So. Fantastisch. So sieht meine CPU jetzt aus. Und das werde ich auch mal komplett reinigen. Das Flüssiggummi mal entfernen, komplett sauber machen, Flüssigmetall entfernen. So, Wärmeleitpaste, nämlich die Permafrost 2. Also hier erbsengroß reicht. Und ich habe so einen hohen Anpressdruck auf der CPU, dass sich das wirklich verteilt. Zack. Und ich habe nicht mal einen Tropfen, der hier daneben geht. Also das ist wunderbar. Zack, drinne. Und halten. Erster Start. Und an ist es. Sieht die Lampe aus. Schön. Ist es so dran? So. Moment. Der erste Systemstart, dass der so lange dauert. Jetzt geht auch. Ja, hier wieder raus. Also, das erste Mal einschalten. Wie gesagt, keine Panik bekommen, wenn der jetzt 2 Minuten braucht, um
loszusprinten. Das und ich habe ein Signal. Eieiei, new CPU installed, ist klar. Hat sich resettet, ist klar. Oh, Jan, das nervt mich. 11 zu Advanced Mode. Frequenz aktuell 4250 MHz. Temperatur 21 Grad. Und dann gucken wir gleich mal. So. Auto lassen wir alles. Wir lassen erstmal als Auto. Expo-Profil. Das mache ich an. 5200 MHz. Mehr habe ich nicht drin. So. Den Rest lassen wir alles mit Underworlding etc. pp. So, die Gerätemanager. Schauen wir mal. Device Manager. Display hat er nicht erkannt. Gut, das heißt, ich mache jetzt mal hier, also Display Settings. So, 150% hier soll denn das. Zack. Und dann machen wir, kann ich natürlich nicht ändern. Gut. Edi.com. Ja, ja, akzeptieren wir doch. Hier auf der Nacht. Download und Support. So, Treiber, Redeer, genau. Ryzen 7, 8000G. Ah, hier, 8000, genau. Also nicht wählen hier oben. Ich habe ja die Möglichkeit zu gucken. Ryzen 7. Prozessor mit integrierter Grafikeinheit. Die Ryzen-Prozessor habe ich nach Ryzen 9. 7945 und so weiter. Aber wir brauchen hier den Ryzen 7 8000G-Serie. Die Ryzen 7 8700G. So, absenden. Auto Detect will ich natürlich nicht. Die 1411. So, herunterladen. Dauert ein paar Sekunden. 700 Megabyte. Ja, prüfen. Ja. Aber ich bin immer noch begeistert von meiner BenQ Screenbar. Also aus. Aber wenn ich es anmache, wenn ich hier irgendwas rumpasse. Zack. Machen wir es an. Und ich kann arbeiten. Fantastisch. Klar, wollen wir neu starten. Zack. Dauert kurz im Mund. Na, das Lua wollte ich noch deaktivieren. Na, das nervt. Warum zittert mein Bild so? So, Display Settings. 4K. Advanced. Warum zittert mein Bild so? Ich teste mal was. Ich schalte mal aus. Um Gottes Willen. Liegt das an der Grafikeinheit? Könnt ihr das sehen? Hier unten. Das Bild ist ja dort. Das ist doch nicht normal, oder? Der ist natürlich nicht gesund. Da muss ich gleich mal gucken, woran das liegt. Das ist kurios. Schaue ich nochmal nach hier. So. Liegt das daran? Na, hockst das immer noch. Full HD. 3000. Also da zuckt es und flackert es auch noch. Das war ohne den Treiber nicht so. Also mit dem Standard Microsoft Treiber. Da war das Flimmern bzw. das Flackern hier nicht.
Also ist die Hardware an Hardware jetzt nicht, das liegt wahrscheinlich nur am Treiber. Aber das ist natürlich nicht in Ordnung. Ich starte die Bude am besten nochmal neu. Restart. Ja, hier ist das Bild absolut normal. Also kannst ja nur am Treiber liegen, die Hardware ist ja nicht kaputt. Flackert oder? Ja, warum? Ich kann ja das Port-Kabel nochmal. Mensch. Nochmal rausziehen. Flackert immer noch. Oder ein Displayboard-Kabel. Ich habe ja vorher eine 7.9er XTX betrieben. Und die andere CPU ging ja genauso. Bekomme ich kleine Macke hier. Das ist nicht gesund. Solution brauchen wir nicht. Boost brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So, da ist jedenfalls noch ein Problem mit dem Treiber, mit der Software. Ich gucke erstmal, was die da Motoren machen. So, GPU 0. 23 Grad auf der Grafikkarte. Wo haben wir jetzt die Temperaturen von meiner CPU? Grad auf der CPU im Idle. Alter, mit dem Firma muss ich mich noch beschäftigen. Also das ist hier, das hebt mich hier echt tierisch auf den Wissen. Das dauert natürlich länger als bei meinen bei meinen 7950X. Um Gottes Willen. Das Flimmern ist furchtbar. Da bekommt man ja Gehirnfasching. 17.720 Punkte. Cinebench R23. Okay. Und ist jetzt gerade nicht so. Ich bin was anderes, ich bin 39.560 Punkte gewöhnt. Temperatur. Maximal 77 Grad. Ich lasse es normal laufen. So, aktuell auf allen Kernen jetzt hier 4,75 GHz. Das sieht er nicht. Wie kann man leben? Aktuell 75 Grad auf der CPU, 76 Grad auf der CPU. Grad. Damit kann man leben. Wie gesagt, ist ja auch bloß eine 8-Kern-CPU. Also mein Gottes Willen, AMD Radeon 87M. Gibt es auch schon Notebooks, aber ich gehe davon aus, dass die in der CPU ein klein wenig ein bisschen mehr performt als im Notebook. Mensch, schiebt mir doch mit Discord nicht auf den Sack. Oder deswegen. Den brauchen wir nicht. Oder einfach mal La Run. Gucken wir mal. 16,5 Frames, 17 Frames, um Gottes Willen. Also das ist schon mal auf jeden Fall. Puh. Time Spy Score 3280, Graphics Score 2910, CPU Score 11809, das ist akzeptabel. Aber die Graphics Score damit. Eieiei, bei aller Liebe. Gut, also GPU-Temperatur maximal 44 Grad. Das ist ein Witz. Ja, wie gesagt, 2.900 Punkte, um die 3.000 Punkte, das ist wie in einer Notebook-CPU. Die Werte nahezu identisch. So, Aktion, gucken wir nochmal ran. Bildschirmgrafik. Full HD, mittel, niedrig, am niedrigsten.
Mittel. Lass mal Mittel laufen. Mal. Mittel und Benchmark starten. 38, 40 Frames. Allmächtig. (38) Bilder pro Sekunde Durchschnitt. Also wenn ich mir das auf dem Projektor, also auf dem Projektor mit 120 Hertz, habe ich kein Flimmern. Das ist jetzt auch nur Full HD, aber auf dem Monitor mit Full HD, da habe ich bei 120 Hertz Flimmern, auch bei 145 Hertz, nur bei 60 Hertz nicht, da habe ich kein Flimmern. Aber hier habe ich 120 Hertz Full HD, kein Flimmern. Ja. Zumindest fällt es mir nicht auf. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wenn ich jetzt das Licht ausmache. Sieht man nicht, oder? Ja, wie gesagt, also es flimmert nicht. Ist natürlich sehr kurios. Also hier das Flimmern, das macht mich hier. Also wie gesagt, also auf dem Projektor habe ich kein Flimmern bei 120 Hertz. Also liegt das nur in der Synchronisation mit dem Monitor. Ah, der Monitor ist nicht defekt, also auf keinen Fall. Ich kann ja mal versuchen, ich resette mal Settings. Picture Reset. Ja, wollen wir. Bild komplett zurücksetze. Er hat nichts gebracht. Kann ich den Werkseinstellungen setzen? Ja, Hardware Reset, also einen kompletten Reset. Gucken wir. Nee. Flimmer genauso. Also ich gehe davon aus, dass es wirklich ein Treiberproblem ist, dass man mit hochfrequenten Monitoren hier ein Problem hat. AMD hat ja schon mal so ein Treiberproblem gehabt, dass da ziemlich hoher Stromverbrauch im Idle war, wenn Bildschirme mit hoher DPI-Zahl angeschlossen waren. Ich werde jetzt den Treiber nochmal komplett deinstallieren. Na klar, will ich deinstallieren. Ja, von der Leistung her, was will man erwarten, war integrierte Grafikeinheit. Ebenfalls ist die besser, bedeutend besser als die von den normalen AMD 5 CPUs. Und für irgendwelche Low-End-Spiele reicht die allemal. So, ich habe keinen Flimmer mehr, natürlich auch keine volle Auflösung. So, jetzt habe ich Treiber alle nochmal runtergeschmissen, neu installiert, inklusive den Haken gesetzt, Bewerkseinstellung zurücksetzen. Und Flimmern ist wieder da. Also bei alles, was über 100 Hertz ist, habe ich einen Flimmern. Monitor, wie gesagt, ist in Ordnung. Damit ist es wirklich die Grafikkarte, die hier eine Macke hat. Aber das glaube ich nicht. Also die iGPU. Aber das glaube ich nicht. Ich gehe davon aus, dass es wirklich nur ein Treiberproblem ist. Nichtsdestotrotz, für mich ist die CPU sowieso nicht geeignet. Gerade bei Videobearbeitung baue ich schon meinen 16-Kerner. Definitiv. Der hat dafür mehr Power. Und zum Zocken habe ich sowieso keine Zeit, davon abgesehen. Aber für einen Office-Rechner definitiv zu empfehlen, wenn die das Problem mit dem Flimmern sich in Grenzen hält, beziehungsweise wenn das vielleicht nur bei mir ist jetzt oder halt demnächst auch behoben wird mit einem Treiber. Weil, ja. Aber ansonsten, wie gesagt, so für High-End-Gaming definitiv nicht. Also für Gelegenheitsspiele wie von mir so Age of Empires, Civilization etc. pp. Reicht die vollkommen aus. Also im Full HD sowieso. Aber ansonsten habt ihr ja gesehen. Also knappe 3000 Punkte in 3D-Mark Times bei. Und im Cinebench, wie gesagt, 8 Kerne, brauchen wir nicht drüber reden, die 17.000 Punkte. Ja. So, wie gesagt, also für mich ist es nichts. Ich baue meinen 16-Kerner wieder ein, damit das Video auch schneller dann rendern kann. Die mache ich einfach nochmal direkt kündig sauber und dann kommt der wieder rein. Ja, sehr ominös, sehr kurios. Wer weiß, wann es da wieder einen neuen Treiber gibt. Ich wollte die einfach nur mal testen, zu schauen, ob wie die performen. Ob es sich auch lohnt für einen Mini-ITX-Rechner. Ja.
wie gesagt, für den Office-Rechner vollkommen okay. Ansonsten dann lieber einen günstigen 6-Kerner nehmen oder einen günstigen 8-Kerner oder eine günstige Grafikkarte, eine 5-7er XT oder sowas. Die gibt es ja mittlerweile schon günstig. Da fährt man definitiv besser. Dann danke ich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao.